apocalypse. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LS22 mit der Feuerwehr. Schön, dass du wieder hier bist bei einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, zu meiner Wenigkeit, ich bin gerade in der großen FF von Waldstätten unterwegs, denn heute steht auf dem Plan die Fahrzeugwartung, ne? Denn wie ihr wisst, ist es ja im LS22 so, dass man regelmäßig seine Fahrzeuge warten sollte, weil wenn die einen schlechten Zustand haben, dann bezahlt man sich dumm und dämlich irgendwann und das muss natürlich nicht sein. Ja, und darunter zählen natürlich auch Einsatzfahrzeuge, zum Beispiel jetzt wie hier die Feuerwehr der großen Freiwilligen Feuerwehr von Waldstätten. So, das ist ja sozusagen die Garage. Da muss man sich hier reinstellen und dann kann man die Fahrzeuge reparieren bzw. konfigurieren. Das habe ich jetzt gerade auch schon mit dem TSFW gemacht. Das hat schon 10 Stunden Betriebszeit, ist 0 Monate alt, Wert von über 40.000. Und hier ist alles grün. Zustand und Lackzustand. Ich kann es trotzdem reparieren für einen Euro. Warum auch immer. Das ist so eine gute Frage. Also was da jetzt genau war, kann sein, dass deine Birne kaputt war oder so. Kann sein. Das war schon so. Okay. Es war nur eine Frage der Zeit. Na seht ihr. Da mache ich das erste Mal eine Wartung, ne, am Fahrzeug und dann bekomme ich hier direkt einen Erfolg freigeschalten. Wie geil ist das denn? So, dann würde ich mal sagen, ich probiere es einfach mal aus. Das LF muss jetzt nicht unbedingt. Hier kann ich eigentlich alles wieder zumachen, denn das haben wir auch erst neu bekommen. Da ist TÜV und Wartung alles schon inklusive gewesen. Wir nehmen mal unser HLF. Da bin ich ja mal gespannt, wie viele Stunden das schon runter hat und ob wir da schon in den gelben bzw. in den roten Zustand gewandert sind. Mal gucken. Ich weiß halt jetzt gerade nicht, ob das TSFW raus muss. Weiß gar nicht. Doch, das muss raus, ansonsten geht's nicht. Alarm? Wie? Einsatz? Na, das kommt ja jetzt aber rechtzeitig hier. Na toll. Was rückt? Schon wie? Ach doch, nee, hör mir auf, ey, das darf doch nicht wahr sein, das gibt's doch gar nicht. Neuer Einsatz, der AT wird erstmal ganz kurz gewartet, ich rück erstmal aus mit dem HLF 10. Wir haben anscheinend schon wieder einen Einsatz in der Baugrube hier in Waldstätten. Ich bin genau im richtigen Dorf gelandet, anscheinend eine Baumaschine diesmal, die in den Graben gelandet ist. Weitere Infos haben wir bisher noch nicht. Wir rücken aus und ich würde sagen, ich gucke mir das erstmal an. Kann ja sein, dass das irgendwie heute leichter wird als das letzte Mal mit den großen Baukranen. Ich wünsche euch wie immer, liebe Freunde, viel, viel Spaß mit dem neuen Video hier im LS22. Los geht's! HLF 10 ist am Einsatzort. Achso, umgezogen bin ich ja schon längst, ne? Deshalb habe ich mich jetzt auch dazu nicht weiter geäußert oder so. So, dann gucken wir uns das mal an. Das wird bestimmt der Bagger sein unten, ne? Taschen, die Feuerwehr, was passiert? Ja? Oh Gott. Ach du Scheiße. Ja, na dann machen Sie mal, dass Sie wegkommen hier aus dem Gefahrenbereich. Einsatzkräfte werden hier demnächst alle eintreffen nach und nach. Ja, genau. Informieren Sie mal Ihren Chef. Die Baustelle muss auf jeden Fall geräumt werden hier. Oh Leute, wenn ich euch das jetzt erzähle, ihr glaubt mir das sowieso nicht. Man kann es auch gar nicht richtig erkennen von Weitem. Also, es wurde mir gerade erzählt, dass der Kollege im Kettenbagger, anscheinend auf etwas Hartes gestoßen ist. Er konnte das nicht identifizieren, hat sich abgestützt, hat das herausragen sehen aus dem Boden. Jo,
Er steht mitten auf einer alten Weltkriegsbombe, die natürlich scharf sein kann. Er hat jetzt nichts weiter dazu gesagt. Kann natürlich sein, dass der Zünder noch dran klebt und uns das Ding hier um die Ohren fliegt. Ja, also das ist wirklich gerade ganz schön kritisch. Aber wie gesagt, die Einsatzkräfte sind schon vor Ort. Wir müssen auf jeden Fall erstmal die Einsatzstelle absichern und dann werden wir weiterschauen. Eine Info zum Baggerfahrer, ihm geht's gut, da ist nichts passiert. Er ist halt schon so ein bisschen weggerutscht, ist mit dem Bagger auf die Bombe gelandet. Er steht auch so ein Teil so ein bisschen drauf mit einer Kette, aber ihm geht es anscheinend gut. Er ist noch rechtzeitig geflüchtet, hat er gesagt. So, heute fahren wir mal ein bisschen weiter weg, also gar nicht so weit ran. Also das ist immer so ein bisschen schwierig, solche Einsätze. Ja, Weltkriegsbomben, Fliegerbomben, generell Bomben, das ist alles nicht schön und dann auch noch sowas. Ja, gut, nächste Fahrzeuge, die muss ich jetzt, ich muss alle jetzt nach und nach erstmal herholen. Und dann müssen wir weiter schauen, wie wir am besten jetzt da rangehen. Die Polizei ist ja auch alarmiert. Ich bin gespannt, was jetzt hier so passieren wird. Das wird erstmal ein Großaufgebot werden von Einsatzkräften. Denn wir müssen natürlich auch die Bewohner warnen, dass sie im Radius, im Sicherheitsbereich natürlich erstmal ihre Häuser verlassen müssen. Bis der Bombenentschärfer die Bombe hoffentlich erfolgreich entschärft hat. Okay, Kollegen mit dem AT sind auch vor Ort mit dem zweiten HLF. Wir switchen erstmal nochmal rüber. Kann ich noch was mitnehmen? Ich würde sagen, das TLF kommt noch mit. TSFW bleibt dann erstmal drin in der Wache als Reservefahrzeug. Dann haben wir erstmal hier Fahrzeuge raus. Die DLK würde ich glaube auch noch mitnehmen. Das machen wir auch gleich. Also, es gibt neue Infos. Die Polizei ist auf dem Weg. Die ersten Bewohner haben ihre Häuser erfolgreich verlassen, ohne Wenn und Aber. Ja, und da haben auch Anwohner schon gemeint, die haben da schon etwas ganz, ganz Merkwürdiges gehört. Auf einmal hat es so geknirscht, geknarrt und dann zum Schluss noch ein bisschen geknallt. Das war bestimmt der Bagger. Der ist anscheinend auch oben von der Böschung runtergerutscht und mitten zur Hälfte, sage ich mal, auf die Bombe gefallen. Also das ist wirklich schon ganz schön heftig. Also da kann man von Glück reden, dass hier nichts passiert ist, ne? Und Gott sei Dank, dass er die auch rechtzeitig jetzt gesehen hat. Ich glaube, das wäre hier auch anders ausgegangen. Aber bisher ist noch alles gut. Noch, ne? Jetzt kommt noch der RTW von der Rettungswache Waldstätten zum Einsatz. Der darf hier nicht einstauben. Also das können wir nicht machen mit dem Auto. Daran muss man wirklich denken, dass wir den auch noch haben hier. Oh, wo sind wir denn jetzt hier landet hier? Hoch? Meine Güte, jetzt bin ich auf der Mauer. Erstmal runter hier. Das geht so nicht. Okay, RTW ist jetzt auch vor Ort. Und dann haben wir natürlich noch die Polizei. Die kommen erst mal mit den Funkstreifenwagen aus dem Polizeirevier Waldstätten angerast.
Hey Kollege, mach mal die Scheibe runter. Anzeige ist raus. Sowas liebe ich hier, wirklich. Also die sehen ganz genau, dass da ein Polizeiauto kommt, beziehungsweise ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht, mit Martinshorn, mit Sonderrechten, ne? Aber denkst du, die machen Platz? Nö. Die pochen auf ihr Recht und bleiben einfach mitten auf der Straße stehen. Jetzt musste ich wirklich noch flüchten auf den Bürgersteig, musste erstmal rüberfahren mit meinem sportlichen Auto. Jo. Vom Platz machen oder Reaktion? Null. Gar nichts. Da kam nichts. Das ist so schlimm, also. Ich hasse die Leute in Waldstätten. Die sind so merkwürdig hier im LS22. Ganz, ganz komische Leute, wirklich. So, ja. Dann gehe ich mal nochmal weiter. Passt mal auf. Was können wir uns denn hier holen? Wie gesagt, ich brauche ein Polizeiauto. Dann gucke ich mal, was wir da jetzt nehmen. Ich glaube, wir nehmen denselben. Ich finde den nämlich cool. Ohne DBS. Warte mal. Frontblitzer nehmen wir alle. Heckblitzer, ja, können wir auch machen. Martinshorn, Martinhorn haben wir. Motorausführung schnell, ne? Wenn schon, denn schon. Ja, irgendwas hier so. Und Beklebung, da nehmen wir auch Polizei. Komet, na. Dashboardblitzer, rot-blau, Dashboardblitzer. DBS 4000, Komet-LED blau. Nehmen wir mal die. Was haben wir denn noch? Heckblitzer haben wir ja, ne? So, dann nehmen wir die hohen. Oder? Würde ich sagen. Die sehen cool aus, finde ich. So, Martinhorn auf jeden Fall. Dashboard nehmen wir auch blau. So, das ist hier der Bombenentschärfer und ich bin der Meinung, ich habe da noch ein Auto, was ich da umbauen kann, sage ich mal, zum Polizeiauto. Ach hier, Mensch, ja, bin ich blöd? UFKO, was ist das denn? Ach, Unfallkommando, ja, gut, alles klar, dann nehmen wir mal das am besten. Also darunter zählt jetzt auch der Bombenentschärfer, der wurde vom Unfallkommando jetzt hierher gefahren. Das sieht natürlich auch cool aus, ne? Also österreichische Fahrzeuge, die sind schon mega. Hier fehlt nur der Name vom Auto, aber ich glaube, das ist nur bei der Feuerwehr, ne? Und vielleicht auch beim Rettungsdienst. Ja, das ist schon schön. Das ist schon eine schöne Geste, ne? Die schätzen ihr Auto richtig wert. Machen natürlich auch andere Leute, auch zum Beispiel in Deutschland, ne? Also ich meine bloß, wenn die jetzt wirklich einen Namen geben, verteilen an einem Auto, ja, ist das schon was Cooles, finde ich. Okay, 60 Liter, 80 nehmen wir. Motorausführung haben wir die größte. Und dann nehmen wir hier das schöne Alufelgen. Oh, himmlisch, ne? So, dann nehmen wir irgendein Nummern. Das sieht geil aus. Das hat wirklich was. So, und dann können wir gleich hier hin switchen. Na, guck mal, wie geil das aussieht. Schön weiß. Oh, mit Alus. Alter, die können sich was leisten. Die Polizisten hier. Das ist ein Träumchen. Das sieht richtig geil aus. Richtig schönes Auto. Also der VW Crafter, das ist einfach nur geil. Ich liebe es im LS22. So ein schönes Ding, das kannst du so schön konfigurieren. Wirklich richtig gut gemacht. Hab da richtig schön erstellt, liebe Modder. So, ja, und dann haben wir natürlich noch das schöne Auto. Sieht natürlich auch cool aus, ohne irgendwie Dach aufbaut mit einem RTK oder so. Ja, das hat auch was hier. So ein bisschen Alarm für Cobra 11 Style. Nur, dass die Autos natürlich rot-blau haben als Blaulicht. Brauche ich ja aber nicht unbedingt. Hausdurchsuchung, Hände hoch. Alkoholtest rausholen hier, komm. So, jetzt sind wir richtig, ne? Ja, jetzt sind wir in der nächsten Baugrube gelandet. Meine Güte, hier ist was los.
Polizei ist jetzt erstmal vollzählig. Ich bräuchte noch ein Auto, weil ich gerade noch meinte, das würde ich gerne mitnehmen. Das wird auch nicht angezeigt auf der Karte. Das ist diese schöne DLK hier, ne, Leute, die wirklich kaum ausrückt, weil wir wirklich dafür selten Einsätze haben. Also das war bisher wirklich ganz, ganz, ganz selten. Aber die würde ich dann schon gerne mitnehmen hier, ne, zur Unfallsicherung oder Absicherung, zur Unfallabsicherung kann man das zum Beispiel machen. Aber erstmal dürfen wir gar nicht in die Grube. Der Bombenentschärfer ist gerade dran, sich die Bombe anzugucken. Okay, liebe Freunde, dann sind erstmal alle Einsatzfahrzeuge vor Ort. Das ist so krass hier, ne? Wie viele vor allen Dingen und wie schnell das auch wieder funktioniert hat. Also da bin ich immer wieder erstaunt, wie toll eigentlich alle Organisationen zusammenarbeiten. Ob Freiwillige, ob Berufsfeuerwehr, Polizei, Rettungsdienst. Einfach nur mega, mega toll. Wir haben sogar, was ich... Das muss ich jetzt ganz kurz mal loswerden. Wir haben sogar von Bewohnern, die ihre Häuser verlassen mussten, auch wirklich die Frage bekommen, also von denen, ob wir irgendwie was essen, was zu trinken haben möchten. Das ist so krass, ne? Das hat man so selten. Also die müssten ja eigentlich schon trauern um ihr Hab und Gut, ne? Dass sie das vielleicht verlieren. Aber die fragen uns dann auch, ob wir essen und was trinken haben wollen. Also die sind so froh, dass wir so schnell hier eingetroffen sind. Das hört man wirklich gerne und sieht man natürlich auch gerne. Also gemeinsam sind wir stark nach dem Motto, ach, besser geht's gar nicht. Gut, ich muss mal kurz mal gucken, eine Sache noch, bevor ich jetzt hier mehrere Infos rausbekomme. Hab ich hier was Schönes zum, na, zum Absperren, eine Dekoration. Pass mal auf, ja, ich glaube, ich habe, nee, das geht gar nicht. Schade. Ich hätte jetzt einfach hier, ich hätte einfach den Zaun gespannt hier. Guck mal. Kollision mit anderen Objekten. Das wäre natürlich, das wäre praktisch, das wäre leicht, aber nee, das geht leider nicht. Nee, ich habe bisher noch keine Absperrmaterialien drin, weil ich die halt nie gebraucht habe, weil, ja, das war überflüssig. Brauchte ich bisher nie. Ja, von daher habe ich die auch nie installiert und mit in den LS22 geholt. Ja, gut, das machen eigentlich immer die Polizei oder die Einsatzkräfte von der Feuerwehr, die Straßenabsicherung und von daher, gut. Ist jetzt auch nicht wichtig. So, was wichtig ist, wir haben jetzt die Entwarnung bekommen. Es handelt sich um eine Weltkriegsbombe, das ist richtig. Aber da ist kein Zünder mehr dran. Also da wird auf jeden Fall nichts mehr passieren. Die wurde erstmal sicher und ruhig gestellt. Ich weiß, wie man das nennt. Leute, keine Ahnung, da bin ich jetzt nicht der Fachmann für. Auf jeden Fall besteht hier keine Gefahr mehr. Bumm! In dieser Sekunde ist die Weltkriegsbombe hochgegangen. Nee, Quatsch. Also, wir können sozusagen jetzt an den Bagger ran und ich kann euch die jetzt mal ganz flink zeigen. So, guckt euch das an. Der muss hier wirklich so viel Glück gehabt haben. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie er in sein Führerhaus da drin sitzt, so richtig verzittert und sieht so unter sich dieses Stückchen Metall da liegen. Und er denkt sich bestimmt so, what the fuck? Scheiße. Ich glaube, das ist ein richtig scheiß Tag gewesen für ihn, ne? So, hier steht er drauf. Hinten an der Bombe. Der hat richtig Schwein gehabt. Und so sieht das ungefähr aus. So saß er drin. Er hat ganz sachte die Tür aufgemacht. Ist dann so auf die Kette rauf und sofort weg von diesem Ort. Der ist ganz schnell weggerannt. Hat sich entfernt und hat die Rettungskräfte alarmiert. Oh je, Leute. Also haben wir ja richtig Glück gehabt hier, ne? Dass hier nichts weiter passiert ist. Gut, dann kann erstmal die DLK nach vorne. Und wir werden jetzt erstmal die Bombe sichern. Das werden wir hier auf jeden Fall erstmal machen. Und dafür werden wir die DLK erstmal aufstellen, aufbauen. Der Unterboden ist verdichtet. Da kann eigentlich nichts passieren. Die kann jetzt nicht zur Seite abkippen oder so. Ne? Die Unterböden müssen immer verdichtet sein, sodass wir uns hier schön hinstellen können. So, der Computer, der pendelt
die Drehleiter aus und dann kann man die auch schon komplett einmal bedienen und auch ausfahren. Den kompletten Leiterpark. So, abknicken müssen wir nicht eigentlich. Wir machen einfach mal den Korb hoch und dann können wir hier eigentlich auch schon an den Bagger ran. Beziehungsweise an die Bombe. Der Bagger bleibt genauso stehen. Da wird jetzt nichts weiter passieren. Der kann ewig so stehen bleiben. Also irgendwann gibt natürlich die Hydraulik nach. Aber an sich passiert da so auf jeden Fall nichts erstmal. Der steht ja relativ gut, ne? Sieht man ja. Der bewegt sich da kein bisschen vom Fleck. Wir müssen jetzt nur da erstmal ein bisschen rankommen. Warte mal, wir können, glaube ich, einmal komplett, wenn es geht, wenn ich da vorbeikomme, einmal am Bagger vorbei und dann nach unten. Wir haben jetzt da ein paar Leinen runtergelassen und können dann sozusagen die Bombe da anhängen. Das macht natürlich alles hier der Bombenentschärfer, der gibt uns die Befehle, was wir machen sollen, denn wir sind natürlich auch nicht die Fachmänner für sowas, ne? Weltkrieg, Weltkriegsbomben, das ist nicht unser Fach. So, das sieht gut aus. Genau, so hatte ich mir das ungefähr vorgestellt. Ja, dann wird das erstmal passieren. Die Bombe wird sichergestellt und dann in den, ach hier wartet, in den Polizeitransporter rein verlegt, eingelagert. Können wir gleich mal ein bisschen ranfahren hier. Und dann kommt die hinten rein. Hat die hinten auch Simple IC? Nee, ne? Warte mal. Nee, da ist nichts. Auch die Seitentür nicht, wa? Schade, ist halt bloß hier vorne. Ist bloß die Tür hier. Naja, das ist ja nicht mehr wichtig. Ist egal, ne? Jedenfalls wird er die da reinpacken und dann wegbringen und richtig entsorgen. Puh, jo. Dann habe ich erstmal frisch geduscht. Ich bin erstmal komplett mit Schweiß bedeckt. Ja, wie gesagt, die Bombe wird jetzt gesichert, wird sichergestellt, an die Polizei übergeben, an den Bombenentschärfer und dann war es das für uns. Einsatz abgehakt, Einsatz abgeschlossen, erfolgreich. Zusammenpacken, Männers, und wieder einrücken. Jo, das hat Spaß gemacht. Das würde ich gerne wirklich sehr, sehr lieb gerne öfters machen. Also wenn ihr Bock habt, Leute, Thema Bomben im LS22, solche Einsätze, die machen richtig Spaß und könnt ihr gerne mal kommentieren, ob ihr noch weitere Videos sehen möchtet. Ich lasse mir immer Schönes was einfallen, was ich so machen kann. Könnt ihr gerne auch machen. Kommentiert gerne, was ihr gerne sehen möchtet in der Grube, was ich machen soll. Oder ihr habt andere Ideen, Einsatzwünsche, immer gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und dann würde ich jetzt sagen an dieser Stelle, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und aufmerksam zugeschaut habt. Schaut mal gerne in der Videobeschreibung vorbei, da sind so ein paar Links über Social Media und so weiter verlinkt. Klickt euch gerne mal durch und dann sehen wir uns wieder hoch in der nächsten Folge vom LS22 mit der Feuerwehr. Macht's gut, Leute, bleibt gesund, vielen Dank fürs Einschalten, bis dahin.